Für alle, die in den frühen Morgenstunden über den Tag oder am Abend noch ein Brötchen, ein Getränk oder andere Dinge des täglichen Gebrauchs benötigen, gibt es jetzt eine Alternative zum örtlichen Supermarkt. In der Schützenhofstraße, Ecke Zitzmannstraße, betreibt Christian Spreda das Dies und Das. Er bezeichnet seinen Laden als Kiosk, Nahversorger oder auch Tante-Emma-Laden. Darin findet sich alles, was man für den schnellen Einkauf benötigt. Milch, Butter, Eier, Getränke, Tabakwaren und vieles mehr. Neben der Einkaufsmöglichkeit erfüllt das Dies und Das noch eine weitere Funktion. Wir haben natürlich festgestellt, oder ich wusste selber, weil ich hier auch mit ortsansässig bin, dass viele Ältere oder auch Jüngere einen Treffpunkt mit benötigt hatten, um Spaziergänge oder auch die Skatgruppe auch außerhalb einfach mit zu treffen, mein Käffchen, mein Bierchen mit zu trinken. Das haben wir natürlich ermöglicht, dank auch mit Jena Wohnen, die uns natürlich auch im Außenbereich im Sommer eine 80 Quadratmeter Terrasse mit bereitstellen. Und wir haben natürlich auch viele Ältere, die jetzt wieder einen Punkt haben, um einfach ihre Runden mal zu laufen. Sonst sind die Runden eher trostlos, einmal um den Block gelaufen und schon sind sie wieder zu Hause. Jetzt haben sie einen Punkt, wo sie hinlaufen können, können ihre Zeitung kaufen, können einfach mal eine Runde quatschen, können mal einen Kaffee trinken, mal einen Kuchen essen oder auch mal eine Bockwurst oder auch andere Sachen. Das ist jetzt auch ein Anziehungspunkt für viele Ältere oder auch natürlich im Sommer dann für die Jüngeren, für den Spielplatz, den wir aus mitbesitzen. Der Kiosk hat an 7 Tagen die Woche geöffnet. Sonntag bietet sich die Möglichkeit, ab 8 Uhr Brötchen zu holen. Das Geschäft dient auch als DHL-Paketstation. Das Dies und Das bietet ein übersichtliches, aber umfassendes Sortiment, kurze Wege und keine langen Wartezeiten. Zudem kommt jetzt noch ein weiteres Angebot dazu. Geldtransfer weltweit ist ja eigentlich überall möglich, mit einem normalen Girokonto. Das dauert aber 2-3 Tage teilweise, bis es dann beim Empfänger ist. Wir haben jetzt den Exklusivvertrag für Jena mitbekommen von dem Unternehmen MoneyGram. Das heißt im Prinzip, man kann innerhalb von Minuten Geld weltweit versenden. Das heißt, man kommt in das Geschäft, zahlt einen Betrag ein, Beispiel 100 Euro, gibt den Empfänger an, Max Mustermann. Und dann kann ja das der Max Mustermann, egal wo er auf der Welt, innerhalb von 5 Minuten das Geld dann bar in dem betreffenden Land und auch in einen Shop natürlich auch mit abholen. Wer dem Beispiel von Christian Spreda folgen möchte und ebenfalls ein Geschäft im Schützenhof eröffnen möchte, muss sich einfach nur an Jena Wohnen wenden. Neben dem Kiosk sind nämlich noch weitere Gewerbeflächen frei. Interessenten können sich an die Vermietungshotline von Jena Wohnen wenden. Unter der Telefonnummer 03641 88 4400 erfahren Sie mehr.